Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu unserem Let's Play Tropico 6. Willkommen in unserer freien und beinahe demokratischen Republik. Und ja, wir haben Geld. Ein bisschen. Das war nach der letzten Folge echt heftig. Und ja, dieses Geld, das wollen wir natürlich auch nutzen, um halt mehr Geld zu kommen. genau. Und zwar, hier oben, da können wir doch theoretisch auch nochmal Holzfällen hinstellen, oder? Holzfällerlager. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da würde ich sagen, komm einfach mal zwei Stück hin. Ja, dann haben wir hier, denke ich, nachhaltig mehr Holz. Oh, nein. Ja, egal. Das wollte ich jetzt nicht... Bau abbrechen. Genau, Holzfällerlager. Da habe ich jetzt aus Versehen einen nach hinten verschoben, was ich gar nicht wollte. Achso, das muss ich jetzt hier erstmal kurz abreißen wieder. So, jetzt können wir es bauen, denke ich. Wieder. Holzfällerlager. So. Genau. Dann brauchen wir natürlich noch eine Straßenanbindung, aber ich denke, das sollte auch kein Problem sein. Abgesehen davon, dass man da gerade irgendwie nicht so gut hochkommt. Okay, kriegen wir das eventuell mit einem Tunnel gelöst? Genau, Tunnelverbindung, um hier oben hinzukommen. Das wäre jetzt so die Sache. Sieht aber auch gerade nicht ganz so gut aus. Hä, wie soll man denn hier hochkommen? Könnte man hier eine Straße hochlegen? Nee, so diagonal auch nicht. Okay, kritisch. Wie soll man da bitte hochkommen? Vielleicht doch mit einem Tunnel? Halt dann, was weiß ich, hier hinten oder so. Ah, da würde es gehen. Okay, und wo würde man dann rauskommen? Irgendwo hier unten, oder? Jo, also hier unten wäre zumindest möglich. Das Problem ist, wir haben da überhaupt keinen Platz, um irgendwie rauszukommen. Eventuell machen wir das Ganze hier irgendwo hier hinterm Wald. So ungefähr. So. Einmal bis. Aha. Super, da habe ich mich jetzt natürlich auch perfekt verbaut. Das heißt, dieses Stück Straße muss nochmal weg. Stattdessen brauchen wir hier eine Straße. So. Und ich hoffe, das passt jetzt hier noch mit der Effizienz von den Holzfällerhütten. Nee, nicht Plantage. Was will ich? Holzfällerlager. Jo, sieht eigentlich noch gut aus. Passt also. Okay, schön. Genau. Die kriegen auch noch eine Baracke hier oben, die Arbeiter. Ja, damit sie nicht ganz so allein sind und... Jo. Also, vor allem, damit sie halt ein Dach über dem Kopf haben. Nicht so einen weiten Arbeitsweg. Ist, glaube ich, ganz okay. So, dann hier, Budget können wir wieder hochstellen auf Normalbetrieb. Hier, gut, noch haben wir eh keine Touristen, insofern ist mir das dann egal. Apropos noch keine Touristen, da könnten wir auch was machen. Dass wir die noch kriegen, und zwar bauen Tourismus. Wir könnten einen Touristenhafen bauen. Genau. Damit kommen dann gut situierte oder reiche Touristen mit dem Schiff an. Und das wäre ja, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Genau, und deswegen bauen wir den mal. So, Netzwerkknappheit. Ah, jetzt habe ich das, glaube ich, erst vergessen. Apropos, wie sieht's aus? Das Windrad? Okay, das dreht sich wenigstens. Da können wir natürlich die Effizienz ein bisschen hochstellen. Das Problem ist, Netzwerk sieht halt immer noch relativ schlecht aus. Sie wissen, dass Mathematik die Geheimsprache des Universums ist und Algebra das Graffiti der Realität? Okay, wir könnten Bildung fördern. Verordnung. Vorausgesetzt, ich finde es. Agrarwirtschaft fördern. Würde einen Kapitalistenruf verschlechtern, aber die Effizienz ist halt echt nicht schlecht, die dadurch hochgeht. Die Farm. So, abgesehen davon, was wollten wir? Bildung fördern. Können wir das hier schon? Nee, oder? Genau, vorgeschriebenes Yester, kein gratis Essen.
Nee. Baugenehmigung. Bildung fördern. Hier. Nicht erfüllt. Bildung fördern. Erforschen. Oh. Ups. Forschung. Haben wir aber gerade echt ein bisschen Wissenspunkte. Das ist ganz gut. Vorgeschriebene Mülltrennung ist ganz gut. Aber was wir eben auch machen wollten, ist Bildung fördern. Wo war das? Genau hier. Bildung fördern. So, das erforschen wir auch. Und ansonsten können wir sicherlich noch andere Dinge erforschen. Zum Beispiel hier in der modernen Zeit. Was ist denn... Hier hat es doch sicherlich auch sehr interessante Sachen. Büro. Genau. Das Büro ist sehr interessant, was das kann. Dann Windturbine. Was kann, hat die noch für Arbeitsmodi? Sollten wir eventuell mal kurz anschauen. Wie der Wind oder 64 Umdrehungen erhöht die Unterhaltskosten. Aber halt auch 30% mehr Strom. Wohnqualität wird verringert. Nee. Wollen wir eigentlich nicht. Oh. Überfall, Fantasiebewertung. Ja, das wäre natürlich auch was. Und wenn wir so leicht an Geld kommen, warum nicht? Okay, Überfälle machen wir direkt. Piratenbucht, wir brauchen Gold. Wir wollen Fantasiebewertung. Meinetwegen. Macht der Rest gerade was? Die Spionageakademie macht nichts. Ja, Blaupausen. Blaupausen ohne Ende, bitte. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Hier fehlen Arbeiter. Das ist echt immer das Gleiche. Ah, zack, kaum stellt man es hoch, schon hat man einen Arbeiter. Wahnsinn. Okay. Sehr, sehr interessant. Der... Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. Ja, großartige Rede. Nö, möchte ich nicht. Ich bin gerade zu müde. Das passt schon. Wie sieht's hier aus? Ja, der ist, glaube ich, am Arbeiten. Was kann der Broker? Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Mhm. Absteige ist auf jeden Fall sehr interessant, weil da ist so ein bisschen eine Alternative zur Baracke und zwar eine, gar keine so schlechte. Warum sind hier lauter mittellose Leute? Oh, gut situiert auch teilweise. Okay. Ja, wir müssen uns echt immer noch so ein bisschen drum kümmern hier. Das ist schrecklich. Naja, okay. Ich hoffe, die hier sind gut am Arbeiten. Ja, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ah ja, wir haben Geld. Sehr schön. So, das heißt, wir können hier hinten dann auch nochmal irgendwie eine Absteige bauen. Genau. Produziert nur wenig Verschmutzung, ist insofern dann gar nicht mal so schlecht. Genau, für gut situierte weiß ich nicht, ob wir da hier hinten was brauchen. Was wir auf jeden Fall noch bräuchten, wäre irgendwie... Achso, U-Bahn haben wir schon. Okay, das ist cool. Können wir die Effizienz noch leicht erhöhen. Für gut situierte können wir, glaube ich, hier vorne nochmal irgendwie was bauen. Und für Mittellose haben wir ja theoretisch hier hinten das Teil. Warum wohnen hier gut situierte und reiche... Vor allem reiche Leute, also ganz im Ernst. Wir brauchen wohl mal wieder einen Luxusvilla. Und wir brauchen mehr Platz für gut situierte. Das heißt, ein weiteres modernes Apartment. Zum Beispiel hier. So. Damit die hier Platz machen für die Leute, die es wirklich nötig haben. Okay. Cool. Und hey, wir haben die ersten Touristen. Das heißt, wir können auch hier das Budget wieder hochstellen, weil das sollte jetzt hoffentlich Einkommen generieren. Durch die Touristen, die hier drin sind. Cool. Okay, dann. Nächstes Industriegebiet ist auch nochmal so eine Sache. Eventuell könnten wir da hinten irgendwie was machen. Das wäre so eine Sache. Oder wir machen, ja. Wir können auch hier noch weiter erweitern, glaube ich. Oh, was ist hier passiert? Mitten im reichen Viertel? Nein, 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 nein. Okay, da brauchen wir wohl auch nochmal so ein paar Wohnungseinheiten. Gut, da haben wir uns in letzter Zeit natürlich auch kaum drum gekümmert. Hilfe, ist es laut.
Bombenstatus ist vorhanden. möchte ich mich jetzt aber trotzdem nicht weiter darum kümmern. Hilfe, ist das laut. Okay, ich hoffe, eure Ohren leben noch. Hier die Baracken, oder Hütten, die reißen wir einfach mal kurz ab. Weil die stören nur hier die ganzen superreichen Leute, die hier wohnen. Apropos, da können wir natürlich auch mal Budget hochstellen, damit die sich hier wirklich wohlfühlen. Und ich meine, Einkommen kriegen wir ja auch von denen. Das passt ja. Strafkolonie. Okay. Was wir eventuell auch noch machen sollten, ist, dass wir die Strafkolonie hier wieder entfernen. So dringend haben wir es, glaube ich, nicht mehr nötig. Genau. Jo. Brechen wir wieder ab. War zwar ganz nett, aber brauchen wir nicht mehr. Und wenn ich mir mal unsere Gefängnis anschaue. Nee, das ist die Irrenanstalt. Gefängnis war hier. Das ist halt schon ziemlich voll. Immerhin. Die machen Strafarbeit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, das heißt, da kommt dann natürlich auch nochmal ein bisschen Einkommen rein. Aber okay. Jo, und neue Touristen kommen auch rein. Das ist schön. Die dann hoffentlich alle hier reingehen ins Hotel und uns auch dort viel, viel Geld einbringen. Wie sieht es hier eigentlich aus? Monatliches Einkommen 429. Ist gar nicht mal so schlecht. Hey, wir kriegen Geld ohne Ende. Okay. Hier vorne. Das würde ich gerne für Touristen freilassen. Wir können die Rettung des Planeten nicht garantieren, wenn die Menschen nicht umweltbewusst sein wollen. Okay, dann stellen wir Saft her. Das war jetzt gerade die Entscheidung, was wir an neuen Fabriken noch bauen. Beziehungsweise erstmal brauchen wir mehr Energie. Und da ist ein Solarkraftwerk sehr, sehr gut geeignet für, um halt Energie herzustellen. Ist jetzt die Frage, wo bauen wir das hin? Da schon mal nicht. Hier in den Wald möchte ich es eigentlich auch nicht setzen. Ja, hier vorne wäre natürlich eine Option, muss aber nicht sein. Ah, wobei, hier daneben kommen. Das klappt eigentlich. So. Und dann, wenn wir mehr Energie haben, dank dem Solarkraftwerk, dann können wir ja auch, ja, also temporär können wir hier erstmal beim Kraftwerk noch sagen. Kraftwerk, wo bist du? Mist, ich finde mein Kraftwerk nicht hier. Genau. So, mach mal mehr, dass wir hier kein Problem kriegen mit unserem Strom. So, dann können die nämlich weiterarbeiten. Was wollen wir eigentlich mit der Bombe machen? Können uns einen Ruf verschlechtern. Okay. Nee, abgesehen davon. Sprechen mit der Broker was? Welche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Nehmen wir mit. Stadion nehmen wir auch mit. China schickt Entwicklungshilfe. Nehmen wir auch mit. Achso, warte, wir haben gerade gar kein Geld mehr. Ups. Eigentlich wollte ich doch noch einen Saftladen bauen hier. Industrie. Genau, also hier. Fruchtpresse. Genau. Bananen und Ananas zu Saft verarbeiten. Das ist das, was wir vorhaben. Okay, da kam einer. Das heißt, den können wir jetzt bauen. Bau, Fruchtpresse. So, die haben wir jetzt freigeschalten. Die passt hier perfekt rein. Und was ich auch gerne bauen möchte, ist die Fahrzeugfabrik, weil die haben wir aktuell auch noch nicht. So, und die passt perfekt nach hier hinten. So, und Autos geben natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja, und das möchte ich haben. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Wer wohnt hier? Hier wohnen Leute, die sind mittellos. Wie wollen wir denen eine gescheite Unterkunft bieten? Ja, vermutlich gar nicht, weil haben wir kein Geld für. Aber naja. Oh, brennt. Komm, reißen wir einfach ab. Geht gar nicht, wenn sie brennt. Oh, schade. Naja. Halb so wild. Juhu, etwas Gold kam raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Apropos, was macht hier unsere Schmuckfabrik? Hat mal wieder kein Gold vorhanden. Das ist echt immer das Gleiche. Wir brauchen mehr Gold. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen. Nö, wir gestatten freie Wahlen. Zustimmung sieht ja echt ordentlich aus.
Genau. Und dann können wir hier Fruchtpresse sagen, hey, zack. Oh, Handelsroute abgeschlossen. Handelsroute abgeschlossen, super. Wir haben Boote exportiert. Das heißt, wir können natürlich auch hier wieder eine neue Handelsroute aufmachen mit Booten. Diesmal im Nahen Osten, denke ich. 9.900 kriegen wir insgesamt einen Bonus von, ja, etwas über 8.000 Dollar. Ist ganz gut. Pharmazeutika und, ah, Saft könnten wir exportieren. Richtung China. Oder Meeresfrüchte an die USA. Ja, komm. Oder Autos an die USA. Ja, genau. Da kommen jetzt Autos. So, machen wir. Ah, nee, wir haben keine Handelslizenz mehr. Und wir haben, glaube ich, auch kein Geld für eine weitere Handelslizenz. Übrig auf der hohen Kante. Wobei, ja doch, das muss schon passen. Kaufen wir. Hier kaufen wir uns. Autos möchte ich natürlich zu einem besseren Preis exportieren können. Und ja, deswegen machen wir das. Cool. So, Stahlgummi. Das sollte noch reinkommen, aber ich denke, das wird auch. Crash-Dummies. Ja, das wäre nicht ganz verkehrt. Verbesserte Abgassoftware. Auch nicht ganz schlecht. Genau, das machen wir mal noch nicht hier mit der Montage. Genau, ansonsten, wie sieht hier aus? Was können wir hier an Verbesserung machen? Oh, Kokosnüsse. Auch noch eine Option. Machen wir noch Nussknacker dazu. Dann kann der noch mehr verarbeiten und das wird schon. Ich denke, früher oder später. Ah, irgendwas wurde da auch schon angeliefert. Das wird. Kann es sein, dass wir mehr Transportbüros brauchen? Ist jetzt die Frage. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Juhu, wir wurden wieder gewählt. Sorte. Können wir über die Probleme reden, Präsidente? Es ist klar, dass die Probleme den Leuten Sorgen bereiten. Es zeigt, dass irgendjemand irgendetwas unternimmt. Mehr Pharmazeutika? Okay, fehlt natürlich gerade mal wieder kurzzeitig Geld. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Was mich gerade einfach interessieren würde, wie ist denn unser Ruf gerade bei den einzelnen Fraktionen? Kapitalisten, sehr gut. Der Rest, ja, okay. Religiöse könnte man ein bisschen besseren Ruf gebrauchen, ansonsten sieht es eigentlich ganz okay aus. Da können wir uns aber keinen zusätzlichen Ruf einkaufen. Ja, ist eigentlich ganz okay. Wir haben eine Blaupause für eine Elektronikfabrik. Ja! Cool, dann müssen wir uns die gar nicht kaufen. Apropos, Überfälle. Das Übliche, wir wollen Gold. Wir wollen Schätze. Und wir wollen Blaupausen. Ohne Ende. Die brauchen wir, um hier weiterzukommen. Fehlt uns eigentlich. Wie sieht es eigentlich von der Netzwerkbilanz aus? Ja, plus 330. Das ist doch schön. So, da können wir hier hochstellen. Und hier das Kraftwerk. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Da können wir die Kohle anderweitig verwenden. Jo. Ciao. Oh. Jetzt fehlt uns ein bisschen Energie. Egal. Wir stellen um auf erneuerbare Energien. Netzwerkbilanz, minus 2 Megawatt. Das geht ja noch. Bauen wir einfach nochmal ein neues Solarkraftwerk. Oder auch nicht. Haben wir wieder kein Geld. Beziehungsweise, ja komm, das muss jetzt sein, sonst arbeitet wieder irgendwas nicht. Auch wenn es teuer ist, Broker. Hier, 9.500. So, und dann müssen wir ernsthaft nochmal eine Windturbine nehmen. Ja, gut, ungültiger Bodentyp. Wie sieht's aus? 42% auf der Höhe. Dort ist alles ungültig. Da ist nur 27%. Hier oben, da hätten wir 57. Ja, ja. Bauen wir. Bauen wir einfach nur ein Windrad und bevor wir dann die nächste elektronikfressende Fabrik oder sonstige Gebäude bauen, wird es schon. Okay, Stahl ist da, Gummi nur noch nicht. Okay. Ich hoffe, das wird noch geliefert. Was machst du? Nee. Der macht irgendwas anderes. Was macht ihr? Ihr seid mittellos. Okay. Eventuell sollten wir nochmal eine weitere Gummi-Dings hier bauen. Nach dem nächsten Frachter, der da gerade ankommt. Wie viel bringt er uns ein? Ja, sieht okay aus. Okay. Pausieren wir kurz. Genau. Hier. Hydrokultur für Gummi.
Das scheinen wir wohl offensichtlich hier gerade zu brauchen. Die ist nicht in Reichweite. Das ist interessant. Okay, dann machen wir das eventuell hier auf der anderen Straßenseite, damit die auch noch in Reichweite ist. Okay. Apropos, wohnen hier eigentlich welche? Ja. Okay. Scheint gut genutzt zu werden. Der neue Wohnraum hier hinten. Das Blöde ist hier, da sind immer noch einige Leute. Da müssen wir wohl noch mehr Wohnraum bauen. Also nochmal eine Absteige hier hin. So. Genau. Hier Hydrokultur für Gummi. Gebe ich mal kurz eine hohe Priorität, weil ich möchte hier noch eine Verbesserung reinhauen. Damit, genau, wir hier verbessern können. Für größere Eimer. Dann haben wir nämlich eine höhere Effizienz. Das wäre ganz gut. Wenn wir die hätten. Dann müssten sie hier nur noch bauen. Agrarwirtschaft fördern. Juhu. Apropos, die sollten ja hier gerade eh allesamt sehr, sehr hoch von der Effizienz sein. Jo, 222. Wahnsinn. 172. 202, 162, ja, immerhin. So, dann einmal hier das hoch und ja, größere Eimer können wir uns gerade nicht leisten. Das ist schade. Ich mache immer gerne Geschäfte mit Ihnen. Okay. Ah, jetzt können wir es uns leisten. Der nächste Frachter kam. So, das machen wir noch. Und ja, wenn ihr euch denkt, das entwickelt sich doch alles so ein bisschen wie in Holland, dann, ja. Würde es mich freuen, wenn ihr hier ein Like da lasst und genau. So, Mastbetriebe kommen hier jetzt auch nochmal hin. Einmal für Rinder und einmal dann noch für irgendwas, was, genau, Wolle, Milch. Genau, also für Schafe. Ja, damit wir da auch wieder mehr herstellen können. Genau. Und dann können wir hier, denke ich, auch schon mal in Grünschnitzerhacker investieren. Ja, damit die hier in der Nähe. Ja. Genau. Besser arbeiten können und hier selektive Zicht und Grünschnitzerhacker. Ganz, ganz wichtig. Cool. Der Palast streitet ab, dem Trinkwasser Chemikalien beigefügt zu haben, um die Bürger gefügiger zu machen. Ruft an und sagt uns eure Meinung, wenn ihr eine habt. Es gibt einen schmalen Grat zwischen legal und illegal. An manchen Tagen ist er so schmal, dass ich ihn kaum sehen kann. Okay. Überfälle? Genau, Beute. Ja, komm. Sind wir eh dran. Und hier hinten Fantasiebewertung? Oder wollen wir schon mal in Richtung Bereich des Haus? Oder sagen wir Schatzjagd? Ja, komm, Schatzjagd. Einmal noch. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal. Natürlich. Gerichtsgebäude? Ah, nee, Wissen sollten wir eigentlich gerade übrig haben. Eine Schnorchelbucht wäre aber ganz gut. Genau. Und ein bisschen Ruf bei den Religiösen ist auch nicht verkehrt. So, abgesehen davon wollte ich... ich wollte nochmal irgendwas machen. Ach so. Nee, passt. Ich glaube, ich wollte einen Überfall machen, aber das habe ich ja gerade schon. Das sollte insofern also passen. Ah, aber bevor uns die Energie wieder ausgeht, ein weiteres Solarkraftwerk wäre noch kein Fehler. Gut, und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr euch denkt, genau, das hier wird echt meine Gemeinde cool. Wurde mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit gesegnet. Und ich hoffe, dass ich auch an ihre Wohltätigkeit glauben kann, Präsidente. Da wird man direkt in der Abmoderation unterbrochen. Ja, wenn ihr denkt, das wird richtig, richtig cool hier, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt eure Meinung in die Kommentare, Vorschläge, alles Mögliche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und ciao.